Hallo, wir spielen jetzt Kuckuck, Kuckuck, ruf's aus dem Wald mit zwei Händen parallel. Kommt her an die Tasten. Die rechte Hand spielt die Töne C, D, E, F und G. Ich lege mir einen Punkt hin, damit ich weiß, wo das C liegt. Die rechte Hand spielt einmal zum Mitspielen. Sagt auch die Fingerzahlen mit. Und 5, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 1. Gut gemacht. Es geht weiter in der zweiten Zeile. 2, 2, 3, 4. Notennamen, ihr könnt auch schon mitspielen. Zweite Zeile und D, 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 F, und die dritte Zeile ist fast gleich wie die erste. Seht ihr den Unterschied im ersten Takt? Wenn ihr erkennt, dass es eine halbe Note ist und keine Pause, dann habt ihr es richtig bemerkt. Ich spiele die dritte Zeile ab Takt 9. Wenn das klappt, ihr wisst, dann schiebt die linke Hand über die rechte und spielt jetzt mit den gleichen Tönen mit der linken Hand. So, aber hierher gehört die rechte Hand und die linke Hand geht eine Oktave tiefer. Ich lege mir einen Punkt hier hin. Die linke Hand geht eine Etage tiefer. Und wir spielen langsam mit zwei Händen die erste Zeile. Und die zweite Zeile. D, D, E, F. Ein Sprung. D, E, die dritte Zeile. In der zweiten Zeile ist eine etwas schwierigere Stelle. 3, 4, 2. Dann müsst ihr einen Finger auslassen. Ihr könnt auch mal den Deckel kurz zumachen und wir spielen die zweite Zeile auf dem Holz. 2, 2, 3, 4, 2. Das ist die schwierige Stelle. Es geht dann weiter. 3, 3, 4, 5, 3. Da wird wieder ein Finger ausgelassen. Spielt das ein paar Mal für euch, dann klappt es im Lied besser. Ich spiele euch jetzt zum Schluss das ganze Lied einmal vor. 1, 2, 3. Thank you.
Schaltet immer wieder dazwischen auf die Stopptaste. Schaltet immer wieder auf die Stopptaste dazwischen. Spielt es für euch ein paar Mal allein und dann drückt auf die Weiter-Taste zum Weiterspielen. Das war Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht und der ein oder andere spielt es auch nach. Wir sehen uns wieder zur nächsten Musikstunde. Ich sage für heute Tschüss!